Yo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Trading by FIFA Allstars und heute werden wir endlich wieder traden. Die Serie ist ja lange nicht gekommen, aber ich habe wieder richtig Bock bekommen und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der Methode. Wir haben hier Dani Alves, das geht mit ganz, ganz vielen Spielern. Ihr müsst einfach euren Spieler suchen, das ist sehr, sehr wichtig, denn wenn es jetzt alle mit Dani Alves machen, wird es nicht mehr gut funktionieren. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die Methode. Ihr sucht hier einfach den günstigsten Dani Alves auf dem Markt und das ist einfach ganz, ganz einfach. Ihr müsst dann einfach nur schauen, dass ihr ihn noch günstiger bekommt. Ihr müsst auch beachten, dass ihr die EA-Gebühren abrechnet. In diesem Fall wären das jetzt um die 400 Münzen, die wir abziehen müssten. Das heißt, wir suchen ihn einfach unter 6400 und dann gibt es schon einen und den holen wir uns gleich. Stellen ihn dann überteuert auf den Markt für 7,2 ungefähr. Denn den gibt es einfach sehr, sehr häufig auf dem Markt. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute ihn kaufen. Die kaufen ihn einfach für 7200. Dann müsst ihr dann einfach so um die 10 Minuten warten. Aber dann ist er auch weg und dann macht ihr nochmal ein paar Coins extra dazu. Und das ist auf jeden Fall schon die Trading-Methode. Ich werde euch jetzt noch ein paar Einblendungen machen, also einen Schnelldurchlauf, welche Spieler ich so gekauft habe, für wie viel Coins und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Ende nochmal bei der Transferliste. So Freunde, ihr habt jetzt den Schnelldurchlauf mit Dani Alves gesehen, wir haben aber auch noch mit weiteren Spielern getradet, wie zum Beispiel mit Courtois, Marco Reus, Jordi Alba, David Alaba und James Rodriguez. Und Freunde, ehrlich gesagt habe ich mir vorgestellt, dass die Methode etwas besser funktioniert und deswegen will ich die Episode nicht so abschließen und deswegen öffnen wir jetzt noch ein paar Bronze-Packs und werden die Spieler ganz, ganz überteuert reinstellen. Erstmal öffnen wir jetzt aber noch dieses Gold-Pack, da haben wir leider nichts drinnen, das können wir alles dem Verein hinzufügen, später dann auch noch verkaufen. Und jetzt schauen wir uns diese Bronze-Sets an. Die Bronze-Methode dürfte jeder kennen, aber wir machen das heute ganz, ganz anders, denn wir sind ziemlich geschickt und wir machen das nämlich so, dass wir diese Spieler, die wir jetzt hier bekommen, oha, sehr, sehr viele Spieler haben wir hier bekommen, wir werden die alle für einen Preis von circa, ja so ungefähr, 300 bis 4800 auf den Markt stellen und es gibt nämlich Coinseller, die diese Spieler dann versehentlich kaufen, die wollen Coins verschieben und kaufen dann unabsichtlich unsere Spieler. Das ist mir bei dem Hauptaccount schon ganz, ganz oft gelungen. Deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich das auch mal bei Trading by FIFA Allstars. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Transferliste wieder, wenn ich alle Spieler reingestellt habe. So Freunde, da sind wir auch schon wieder auf der Transferliste angelangt. Jetzt könnt ihr die Bronze-Spieler sehen und Bronze-Verträge, die wir auf den Transfermarkt gestellt haben. Jetzt hoffen wir natürlich, dass sie von Coinsellern abgekauft werden. Wenn ja, wäre das natürlich super. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Episode. In der nächsten Episode seht ihr, für wie viel Coins wir die ganzen Spieler hier verkauft haben. Und dann würde ich euch noch bitten, dass ihr mir Trading-Challenges in die Kommentare schreibt. Ja Freunde, ihr habt richtig gehört. Zum Beispiel einfach nur mit Arsenal-Spielern, nur mit Chelsea-Spielern oder nur mit zentraloffensiven Spielern, keine Ahnung, nur mit Positionskarten. Da könnt ihr auf jeden Fall was reinschreiben. Das mit den meisten Likes wird vielleicht in der nächsten Episode drankommen. Und das seht ihr dann eben auch, für wie viel Coins wir das hier alles verkauft haben. Ich hoffe, dass sich alles verkauft. Das wäre natürlich übermäßig geil. Ich werde das Ganze öfters reinstellen, sodass wir am Ende einen guten Gewinn herausholen können. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Episode von Trading by FIFA Allstars. Ich würde mich freuen, wenn wir 20 Likes schaffen können. Und dann verabschiede ich mich auch schon wieder und sage wie immer, ciao Leute. FIFA Allstars.